Anscheinend sind die auch alle hier in der Nähe. Kommt ihr? Okay, einer da, dann rein theoretisch müsste einer auf der Seite sein. Ich warte erstmal, bis sie das Ding abgeliefert haben. Geht's denn da überhaupt hin? Irgendwo. Ah, auch zu einem Schrein, okay. Da ist er. Over there. Die sind echt langsam. Wieso packen eigentlich nicht alle mit an? Das ist ja wie bei uns auf Arbeit. Einer macht die Arbeit, der Rest guckt zu. Oh, ein Hirschhut. Okay. Ein Hirschhut. Na jo, dann den nächsten Schrein. Der müsste eigentlich direkt neben uns. Da soll der sein. Okay. Dann müssen wir da vielleicht irgendwie erstmal nach oben. Ist auch so eine Grubbelpflanze oben drauf. Ja, ich denke mal, da oben wird auch der Schrein sein. Toll, Sackgasse. Da ist noch ein Schrein. Komme ich nicht höher? Echt nicht? Das ist ja doof. Okay, dann nicht. Okay, was hier los? This leads to the lantern cave. A relic must be there. But we'll need something powerful to break through. Okay, hier geht's dann weiter, wenn wir das Relikt hier haben. Anscheinend. Die Anja, ne? Anscheinend nicht. Jetzt. Oh. Au. Mach das Maul auf!
Ich werde das Gefühl nicht los, dass das irgendwie falsche Reihenfolge ist. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Okay, warte. 1, 2, 3, 4. Das war richtig. Ich stelle da Hinweis mit den Kerzen. So, das war Nummer 3. Jetzt müssen wir noch irgendwie nach oben kommen. Children in Taro often fished in these streams, in the stillness of the forest. I can almost hear their voices. Taro and his siblings felt safe in these woods. You taught them well, Ruthu. Okay, wie kommen wir nach da oben? Gleich da links rüber. Da muss ich ja irgendwo einen Weg geben. Erstmal essen. Rein theoretisch müssten wir von hier nach da. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. There are several worn fishing baskets here. A simple design, but effective. No. Ja, krass, ne? Zeit verfliegt heute wieder. Da geht's aber immer noch. Wie kommen wir jetzt noch da oben hin, ne? Irgendwie bin ich der Meinung, ich war da schon richtig, aber... Irgendwie geht's da ja nicht weiter, ne? Kann die Karte mir irgendwie helfen? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Aber morgen ist ja Sonntag. Oder musst du morgen früh aufstehen? Also ich persönlich nicht. Er ist wieder Munke. So, da oben ist auch noch so eine Ranhängpflanze, aber die geht hier irgendwie nicht auf. Da ist auch eine. Und da ist auch eine. Ich habe das Gefühl nicht los, dass wir uns hier von Ast zu Ast hangeln müssen, wie so ein Äffchen. Spiel ist eigentlich nicht dafür gemacht, glaube ich. Von der Steuerung her, zumindest bis jetzt nicht. Siehst du, morgen wird ausgeschlafen. Ist ja gar kein Problem. Dann kannst du ja heute. Kannst du heute bleiben, bis du einschläfst und länger. So, da geht's irgendwie. Nicht hoch. Da wäre noch gut. Hof! Wieso geht die nicht auf? Schnarch. Ja, schläfst jetzt schon, sagst du, ja. Ich weiß, ich bin immer sehr langweilig. Ich kann da auch nichts für. Das liegt immer in der Natur. Waren wir da oben schon? Ja, ne? Ja, da war der Kampf. Also von hier aus, dann rein theoretisch darüber. Da wäre auch noch. Ach, hier waren wir schon. Okay. Sorry. Okay, dann lass mal eben da wieder hin. Oder auch nicht. Dann vielleicht von hier aus mit die auf.
Ja. Okay, auf jeden Fall mal die Mütze. Oder in dem Fall eine Maske. Maske der Geschwister. Achso, das ist ein Hut. Ja, toll. Okay, da waren wir oben. Da ging es aber nicht weiter, oder? Ich habe es nicht gesehen. Aber einen anderen Weg sehe ich hier ehrlich gesagt nicht als den da. Ach, da auf der anderen Seite. Ach Gott. Ja, sorry. Da guckt ja keiner hin, Mann. Wenn du hier hochgehst und dann den Blick auf die gerichtet, dann gehst du natürlich in die Richtung, anstatt in die hier. Ich zumindest. Aber auch wieder nicht richtig. Man kennt es ja. Okay. So, dann können wir da noch irgendwie hin. Wofür auch immer. Gucken wir mal. Vielleicht nur für ein bisschen Loot oder so. Ja, ach, für hier Geisterpost. Ein bisschen Geisterpost. Wo muss es hin? Da hinten. Okay. Nice. So, dann wieder hier ran. Und dann kommen wir nämlich auch da drüben hin. Einfach nur mal die Augen aufmachen sollen, ne? So, jetzt gibt es erstmal Foto. Right there. Right over there. See that over there? Foto für die, gibt Karma für uns. So, da, genau. Und dann können wir nämlich hier hochfahren. Ich finde den Bogen voll gut. Macht Bock. Das macht schon Bock. Oh cool, die Kamera zoomt raus. Und jetzt wieder ran. So. Du Eule. Au. Hallo. Ja, was hat das Ding für eine Range, Alter? Ich komm hier gar nicht weg. Hier noch, Alter. Und tot. Okay. Ich hab den Schild vergessen. Ich hab die Schild vergessen. Wo bin ich denn jetzt? Okay. Okay, die Speicherpunkte sind auf jeden Fall fair. Das ist schon mal gut, weil wir können direkt wieder in den Kampf starten.
hier gar nicht nervig. Auch nicht gut. Was jetzt? Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir es. Das war aber gemein. Über mir ist aber. Das ist aber eigentlich illegal. Ja. Ha, und er ist schon da. Okay, ich will. Ich hätte mich, glaube ich, auch bewegen können, ne? Aber ging ja auch so. Damit haben wir alle vier Schreine. Some believe the shrines represent guardians of the forest. From up here, it's easy to imagine them watching over the land. Ja, aber hier oben ist ja nur der eine. So, ich habe hier, glaube ich, einen Fahrstuhl gesehen. Sonst war hier nichts, ne? Rein können wir. Ja, theoretisch können wir da hoch. Rein theoretisch. Da oben war so eine Kletterkante. Aber ich kann nicht hoch genug springen dafür. Hier geht es leider auch nicht höher. Okay, wofür soll die gut sein? Ah. Ja. Ich sag's mal wieder, guckt euch um. schon tausend Sachen übersehen. Was ist das? Achso. Oh, der wohnt in der Pfütze. So, noch 9. Aber wofür war denn jetzt die Kletterkante auf der anderen Seite? Alter, was für Bäume, Junge. Zieh das mal rein, du. Komm ich hier rüber? Okay, wofür soll die denn hier gut sein? Oder müssen wir dann mit nach unten gurken? Mal gucken. Jo, damit müssen wir nach unten gucken. Hä, aber wie? Okay, ja, nee, verstehe ich nicht. Wie mache ich das denn? Also wenn ich einen Bogen ziehe, kann ich damit nicht... Kann ich das Ding nicht mehr steuern. Weil ich müsste es ja quasi auf den Fahrstuhl steuern und dann runter und dann dahin. Aber kann ich nicht. Hier gibt es nirgendwo so ein Tropfending. So. Okay.
Das ist ja merkwürdig. Wie hier überhaupt? Ach, hier bin ich wieder. Okay. Okay. Oh, okay. In 5 Sekunden. Na klar. Wir gehen ihn in 5 Sekunden besiegen. Aua, er besiegt mich eher in 5 Sekunden. Zu langsam. Nee, im Leben nicht, Alter. Im Leben nicht. 5 Sekunden. 3 Gegner in 30 Sekunden. 5 Gegner in 30 Sekunden, Entschuldigung. Wie soll ich das denn machen? So ein Pro bin ich dann auch noch nicht. Komm mir langsam hier vor, wie mit diesen Herausforderungen wie God of War, Alter. Was ist los? Wir den schon, ja, ne? Ja. Meine Frage wäre jetzt eigentlich, wie kriege ich das Ding da oben runter? Vor allem, wie komme ich da jetzt wieder hin? Zu dem Fahrstuhl. Komme ich da wieder hin? Mich durch nicht. Nee, komme ich nicht, ne? Nee. Das ist irgendwo da. Das ist da. Müsste ich den ganzen Weg wieder gehen? Ja, nee, danke. Lass mal. Na gut, gehen wir zum Oberschrein. Würde ich mal sagen. Wieso ist denn das hier wieder gespawnt? Das ist aber illegal. Wofür mache ich das denn weg? Ich meine. Ach, warte mal, da war noch ein. Der Stein ist auch weg. Mhm. Wo ging es eigentlich hin? Weiß ich auch nicht. Kann nicht wichtig gewesen sein. So, war das da? Die leuchten alle 4. Ach du. Ach nee. Alter, der will's aber wissen. Hallo, tu mal Luft. Keine Luft. Boah, macht das viel Schaden. Ich bin tot. Hey, ich bin sogar tot. Okay, der Pummelhammer, der macht aber viel Schaden. Und hier ist keine Heilung. Wie illegal ist das denn? Was ist das für ein Kackmist?
doch nicht weg. Nein. Au. Boah. Hä? Oh, ich dachte, der hatte keine Lust mehr. Schild benutzen. Ja, hab ich. Hast du doch gesehen, Alter. Aber wenn der drei, vier Folgeangriffe hat, dann hilft dir der Schild leider nicht. Das ist das Problem. Aber siehst du ja, Alter, der Hammer, der ist ja Hammer. Alter Schwede. Ja, ich glaube, der hat gemerkt, oh, so ein Kacknoob. Ich bleib hier stehen, ich hab Mitleid. Der hatte, glaube ich, Mitleid mit mir. Der wollte nicht. Der wollte nicht so richtig. Der hat keinen Bock gehabt. Das ist ja der einfachste Boss, Alter. Auch nur, weil der fest ist. Aber gut, ich hätte ihn noch einmal mit dem Hammer gehauen, dann hätte ich ihn sowieso besiegt. Aber der wollte nicht mehr. We leave offerings at the Guardian Tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Taro hinterließ dies den Kindern. Er muss solche Angst gehabt haben, als er sie verlor? Also sind die anderen beiden auch tot? Wahrscheinlich. Also war Taro der letzte von denen? Erst hat er seine Eltern verloren, dann musste er sich um seine Geschwister... Und dann sind die wahrscheinlich auch noch gestorben. Und er war quasi der letzte Überlebende seiner Familie und hat das dann hier aufgebaut und ist dann aber auch abgekratzt. Oder ich. Ich hab keine Ahnung. Also ich glaube mittlerweile, niemand hier lebt. Ich glaube auch, wir erfahren gerade so ein bisschen die Reihenfolge, wie wer wann gestorben ist. Many of the offerings here were placed by the first village leaders. Skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the Guardian Tree won't mind if we use them to help Taro. Speiseopfer? Achso, eine Brotdose. Beseitige die Verderbnis in der Laternenhöhle. What? Okay, cool. Noch ein paar. Können wir denn mal wieder was upgraden hier? 13 von 20. Ja, okay. Wie viel haben wir? 475. Müsste eigentlich reichen, ne? Was macht... Ach, dafür brauchen wir Level 3. Ja, 2 beim Sprinten. Ich sprinte eigentlich nur, um weg